So, wie ist das denn nur mit dem Spruce? Ja. Nö. Mal gucken. Wo darf ich denn den Kobbel unterbringen? Ups. In der Steinkiste. Ach. Ist ja langweilig. Soll ich das nicht vielleicht mal in die Wollekiste tun? Nee. Aber danke der Nachfrage. Warum ist in deiner Steinkiste Gravel? Mach es mir auch weil das irgendwer, weil das irgendwer da reingetan hat. Zum Beispiel du. So ein Idiot. So. Wobei man das auch gerne mal verwechselt. Ne? Naja. Die sehen sich doch recht ähnlich in der Tat. So, jetzt ist die große Frage, wie kriege ich mehr Spruce? So, dies und jenes. Hast du denn eine Kiste für Gravel oder oben. Oben, ah ja, in der Tat. Ich schreite jetzt selbst zur Tat und besorge mir einfach Spruce. Oh, der ist ja auch schon wieder neuer gespawnt, aber es reicht einfach nicht, da die drei Bäumchen... Oh, es sind schon vier mittlerweile, guck mal eine an. Kann man richtig sogar ein bisschen was dran machen. Also, machen wir uns mal zwei neue Äxte. 1, 2, 3. Das wäre natürlich eine ganz. Können Sie mich natürlich trotzdem ganz toll überraschen. Mit Spruce, ne? Also. Das muss dir schon klar sein. Das hier ist mein Spruce. Spruce Springsteen? Mhm. What about the spruce, Bruce? Ja, wenn du mehr Spruce brauchst, musst du mehr hier hinpflanzen. Ja, das entwickelt sich aber nun mal nicht so schnell. Ich brauche das ja auf einen Schlag. Ich brauche ja jetzt sofort, zack, Spruce. Zack. Weißt du? Mhm. Ich bräuchte jemanden, der sich mal bereit erklärt, da ein Stück zu gehen und dann da hinten mal ein bisschen Spruce abzufarmen. Im Schneewald. Ach, kannst du knicken. Wer soll das denn machen? Findest du auch niemanden. Ich hätte einen kenne ich, der den Job übernehmen könnte. Aber er hat sich vor langer Zeit. Er hat dieser Arbeit vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Es war schon 7:30, als ich in mein Büro zurückkam. Ja. Es war einer dieser Tage, an denen man bla bla bla. Ja, ja, ja. Dick Tracy. Etwas steife Nacken. Hm. Mit diesem Nacken kann man keins Blues abholzen. Ich sage, ich brauche jemanden für den Job. Kollege. Hast du hier überall was hingepflanzt, ne? Musst du das nur mal am Wachsen anbringen. Oak Saplings. Oh. Weil du Oak abholst. Tue ich ja nicht. Sicher. Das ist, weil mein ja, Inventory ja. Tweaks mir immer nicht genau das gleiche Item gibt, sondern nur Items von derselben Kategorie. Von derselben Product-Klasse. Ich möchte aber, dass er das mit derselben Product-ID mir Waren überbringt. Mhm. Zeig ich mal her, Spruce, ein bisschen was habe ich. Ich bräuchte jetzt aber hier echt jemanden, der mal ein bisschen was holen würde von dem Schneewald da hinten. Ja, ja. Mach erstmal da deine Geschichte, ne? Ich guck mal, ob ich wen finde. Weißt du? Okay. Ich verlasse mich da auf dich, ne? So. Erstmal einen Cocktail machen. Hä? Nichts. Hä? Di 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 di.
Braucht aber auch wirklich ein bisschen was für das, was ich hier so plane, ne? Für das, was ich so mache. Du benutzt das auch unbearbeitet, das Holz jetzt gerade, ne? Zum Teil, zum Teil. Muss man fairerweise sagen. Das ist natürlich immer teuer. Auch wenn nur zum Teil. Dann ist es immer noch zum Teil teuer. Ne? Nee, es ist schon ganz teuer. Was willst du denn von mir, du Kuh? Wo bist du denn? Sag ich nicht. Cocktail schlürfen? Ja, klar. In der Kneipe mal wieder. Oh, 1, 2, 3, 4. Das habe ich ja wieder falsch gemacht hier. So ein Ärger. So ein Ärger aber auch. So, 1, 2, 3. So. Klack, 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 klack. Und so. Oha, natürlich noch lange nicht fertig hier. Na. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Weißt du, was ich jetzt richtig gut gebrauchen könnte? Spruce Wood? Aber hallo. Woher wusstest du das? Ich weiß, es war so eine Ahnung. Vor allem fürs Dach. Das Dach wird ja auch dunkel. Ja, natürlich, natürlich. So, hier. So. Okay, die machen wir dann dicht. So. Hast du noch welches oder ist schon wieder alles weg? Nee, es ist quasi schon wieder so gut wie weg. Okay. Klack, klack. Klack. Oh, ich muss mal hier mal wieder... Ach, wo habe ich denn den Flattermann her? Den habe ich gerade aus dem Ofen gefischt, als ich da das Eisen rausgeholt habe. Und jetzt wurde er fachmännisch verspeist, ne? Fachmännisch verspeist. Ja, ja. Auch ein neues Hörtchen. Das ist ganz lieb von dir. Sammelst du das alles selbst wieder ein? Oder hast du eine Reißleine dran oder was? Was? Du hast halt alles. Ja, ja. Mach dir keine Gedanken. Mach ich auch nicht. Hier könnte ich dann aber mal so. Mach lieber so. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Genau. So, jetzt bräuchte ich ein bisschen Glas. Lass jetzt halt. Glas hast du da bestimmt noch, oder? Habe ich noch, ja, ja. Oben ist eine Glaskiste. Achso, nee, ich muss ja. Blub, blub. So, dann gehen wir mal hier ran. Machen uns hier mal schön so lecker so ein paar. Ja, so ein paar Stairs, ne? Mhm, mhm. Machen wir mal. 1,64er. Dann machen wir uns noch ein paar Stairs. Das verstehst du nicht, das alles. Nö, aber ich höre gerne zu. Freust dich dann, ne? Ja, ja. Vor allem, wenn es Sachen sind, die ich nicht verstehe, weißt du, da muss ich auch nicht weiter drüber nachdenken. Ja, naja, ganz klar. Ich kenne das. Aha. Bäm, 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 bäm. 5, 3, nee, so. So reicht's.
gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Das Lustige ist, ich finde das Schneeland überhaupt gar nicht. Tja. Vor allem nicht im Dunkeln. Denn das ist es, was es schon wieder wird. Ja, das ist einfach nur krass. Da draußen. Einfach nur heftig. So. Zack, zack, zack. Zack. Na, komm. The Darkness. The Darkness. So, eine sehr merkwürdige Band. A thing called love. Just listen to the rhythm of your heart. Genau. I believe in a thing called love. Ooh, yeah. Ja, war. Haben wir öfter mal gesungen, dieses Lied. Also Holzfällen im Dunkeln ist einfach nicht praktikabel hier, ja, momentan. Komm halt zurück. Vielleicht reicht's ja auch eine Weile, was ich hier habe jetzt. Du hast mir schon ein bisschen was geholt. So. Das ist faszinierend, dass ich hier schon mit dem Dach angefangen habe. Das findest du faszinierend? Ja, also faszinierend. Ich freue mich, dass ich so gut vorankomme. Aha. Oh, ich habe ein Feuerzeug gefunden. Wie gefunden? Vielleicht auch gebaut. Weiß man nicht mehr, oder was? Wo bist denn du? Hier oben. Könntest du bitte nicht meine Bude abfackeln? Das ist total lieb von dir. Pauz. Ist aber nur so ein bisschen. Ich habe überhaupt gar kein Feuerzeug. Stelle ich gerade fest. Unsinn erzählt. Ja, wie war das mit Glas und so? Glas. Das Glas ist dieses durchsichtige, ne? Mhm. Habe ich nicht. Das ist sehr enttäuschend. Kann man das abbauen? So, komm her, komm her, komm her. So. So. Brauchst du Glasblöcke oder Glasscheiben? Beides. Bring mir einfach was da ist. Ja, Glasscheiben kannst du ja nur mit einer Kiste machen, ne? Also mit einer Werkbank. Ja gut, die Glasblöcke reichen. Glasscheiben sind billiger. Ja, ich brauche beides. Das musst du jetzt selber wissen. Also, ne? Alles kann ich ja auch nicht jetzt hier. Einmal sagst du das, dann sagst du das. Was willst du denn nun? Ja, genau. Möchtest du mir beim Dach helfen? Gleich? Ich muss gleich mal was essen. Das ist entscheidend. Du meinst so im RL und so? Ja. Ich habe auch noch ein bisschen Hunger. Ich habe auch noch ein bisschen Hunger. Ich habe dir übrigens Glas da hingelegt, ne? Hm, habe ich gesehen, vielen Dank. Was mache ich denn jetzt noch kaputt hier? Nee, das Einzige, was ich heute gegessen habe, waren irgendwie 4 Brötchen oder so. Was dann für einen Tag erstmal reicht, aber... Irgendwann ist es wieder soweit. Irgendwann hat man wieder Hunger. Ja, ist mal schön, wenn einer Geburtstag hat und dann mal Brötchen und so mitbringt. Wir haben in der Firma den Mittwoch. Ja. Mittwoch ist natürlich auch so eine Sache, ne? Den hatten wir, sowas in der Art hatten wir auch in der Schule mal. Immer in Englisch, wo wir zu viert oder so, zu fünft in der ersten Reihe saßen. Wenn man es aber auch ein bisschen... Also ein bisschen ekelhaft zelebriert dann. Wie jetzt ekelhaft? Also nur Matt geht ja. Mit Zwiebeln wird schon ein bisschen schlimmer, ne?
Aber wenn du dann auch noch irgendwie eingelegten Knoblauch oder so mit auf die Brötchen drauf tust, wird's richtig schön. Dann freut sich die ganze Klasse, wenn vier Idioten da vorne sitzen und sich das im Unterricht, wohlgemerkt, zusammenbauen, da so ein, ne, mit Brötchen. So eine Zwiebel-Knoblauch-Bombe. So ein Torpedo. Ja. Mhm. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass sich die Leute da freuen. So. Ach ja, unser Englischunterricht, der war eh... Epic, könnte man fast sagen dazu. So teilweise. Der Lehrer hat mal irgendwann gefragt, so, wer will seine Hausaufgaben vorlesen? Stille im Saal. Mhm. Ah, sagt er. Dann zeigt mal her. So, nach dem Motto, ne? Dann gehe ich jetzt mal rum und gucke, wer es überhaupt gemacht hat. Waren zwei. Keine Ahnung, 22 oder so. Dann war er ein bisschen enttäuscht und hat gesagt, wisst ihr was? Ich komme in 20 Minuten wieder, bis dahin habt ihr das alle. Und ist rausgegangen. Ja, schön. Aber ich meine, warum soll ich auch das gleiche, was ich in Deutschhausaufgaben mache, nochmal in Englisch machen? Oh, guck mal, hier latscht gerade übrigens ein Zombie. Oh, mit dem spiele ich jetzt. Komm mal her, Zombie. Komm zum Papa. Sehr gut gefallen hat mir Rally. Rally? Jo. Rally. Religion. Achso. Immer mit euren fancy neumodischen Begriffen. Boah, da hatte ich. Ich hatte von der 5. bis zur 10. Klasse, inklusive 10. Klasse, den gleichen Religionslehrer. Mit dem habe ich mich ganz gut verstanden. Und in der 11 haben wir einen neuen gekriegt. Und das war, weiß ich nicht. Mit dem habe ich mich nicht gut verstanden. Bei dem hatte ich auch eine Zeit lang Chemie. Chemie und Religion. Was ist das überhaupt für eine Mischung? Das ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Kombination. Auf jeden Fall hatte der so einen Zettel, Sitzplan irgendwie drauf, weißt du, ne? Es waren gar nicht mehr so viele da. Evangelische Religion. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er in diese Kästchen von dem Sitzplan immer Striche gemacht, wenn er die Hausaufgaben nicht hatte. Mhm. Mein Kästchen war voll und ich hatte schon unten drunter Strich. Oh. Sowas. Ein faules Kind. In Religion. Ja, absolut. Ja, wer gibt denn auch jede Woche was in Religion auf? Also Religionshausaufgaben sind auch wirklich das letzte. Die letzte hab Tour. Habe ich nie gemacht. Wirklich nie gemacht. Ich habe die auch nicht mehr abgeschrieben. Es war ja sowieso immer nur das Gleiche. Also irgendein Zettel, ne, den er dir gegeben hat, und dann solltest du dazu irgendwas sagen können oder so. Mhm. Witzigerweise konnte ich das ja trotzdem, weil dann habe ich mir den halt eben durchgelesen und dann konntest du auch was dazu erzählen. Das muss ich nicht zu Hause machen und aufschreiben. Mhm. War so meine Begründung. Manchmal, eigentlich ist das gar nicht so lustig, aber das war irgendwie lustig, weil er es mir nicht geglaubt hat. Auch wieder einen Zettel verteilt, den wir lesen sollten und ne. Ja. Ach, ist der Reconnect. Es ist Reconnect-Zeit, wie cool. Ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ah, dann kommt er gleich wieder. So. Gut, jetzt muss ich aber, das ist ja mal schade, ne? Wenn er redet, dann kann ich mich ja so, ja, Matthias left the game. Kann ich mich mal so schön zurücknehmen. Ich mach mal ganz kurz hier das Gespräch aus, so. Ah, Matthias joined the game. Ja. Zack. Schnasse. Thank you.
So, ruf an jetzt. Oh mein Gott, komm her. Ja, es ja, war. Das ist das typische Problem, ne? Es war Reconnect-Zeit, ja, ja. Ja, genau. Schon gelacht, als dein Satz abgebrochen ist, wusste ich schon Bescheid. So, aber jetzt zum Ende des Satzes. Ich weiß nicht, wo er genau aufgehört hat, aber ich habe den Zettel auf jeden Fall auf dem Kopf gelesen, auf dem Kopf bearbeitet, unterstrichen und mir Notizen daneben geschrieben, also richtig rum. Und als er rumging und das gesehen hat, was machst du denn da, ne? Ich was denn? Ich bearbeite den Text und so. Wollte er mir nicht glauben. Okay. Und hat, ohne dass ich mich gemeldet habe, dann natürlich, mich direkt am Anfang quasi drangenommen. So, dann erzähl mal. So ein bisschen schadenfroh vielleicht sogar. Mhm. Meine Schadenfreude war höher, als ich dann wirklich jede seiner Fragen beantworten konnte. Was ist denn das hier für Scheiße? Ich kriege dieses Dach hier nicht zusammenge... Ich hüpfe gerade nur noch doof rum. Wollen wir vielleicht mal Pause machen und was zu essen organisieren? Wir können ja vielleicht sogar noch ein bisschen machen später. Ich kann ja immer noch, ne? Ich kann ja am längsten. Aber ich fände es cool, wenn ich meine Scheune heute noch fertig kriegen würde. Aber ich bin halt auch ein bisschen hungrig geworden. Aha. Ja, nee, können wir gerne machen. Alles klar, perfekt. Gut, dann sehen wir uns hier später wieder. Und bis dahin, ja, lassen wir das Dach hier so ein bisschen halb fertig. Ne? Ja. Und ich wünsche euch was. Und sage DDGX out. Adieu.